Guck mal, Leute, ich habe richtig guten Style. Ich habe sogar unter meiner Hose noch eine Thermohose. Hauptsache, es ist warm, weil ohne Witz, der Winter ist da. Es ist so kalt, es liegt sogar Schnee hier. Ich bin jetzt gerade dabei, meinen Laptop zu laden, weil mein Laptop einfach stirbt nach 90 Minuten Vorlesung. Nein, es regnet. Hier ist einfach der Weihnachtsmarkt, wie cool. Ich bin wieder auf dem Weg nach Hause. Ich hatte jetzt Rechtssoziologie, öffentliches Recht und mein Tutorium. Falls ihr meine letzten Vlogs geguckt habt, dann wisst ihr das ja schon, dann kennt ihr vielleicht sogar schon meinen Stundenplan. Ich habe mir aber auch überlegt, dass ich bald mal ein Video machen möchte zu meinem Stundenplan und wie der eigentlich wäre im ersten Semester, welche Vorlesungen ich noch besuche und so weiter. Vielleicht ganz interessant für Leute, die bald auch Jura studieren möchten. Oder die auch gerade im ersten Semester sind, um das mal so zu vergleichen. Mein Tutorium war wieder total wertvoll. Wir haben Staatsorgan ein bisschen gemacht, generell Fragen gestellt und beantwortet bekommen. Ja, ich mag das immer sehr gerne. Jetzt geht's nach Hause. Oha, wie schön ist diese Weihnachtsdeko hier schon. Flo! Ich bin jetzt zu Hause wieder an meinem Schreibtisch und werde jetzt noch ein bisschen arbeiten. Ich arbeite nämlich aktuell an einem Projekt, von dem ich euch noch nichts erzählen darf. Einige haben es aber schon auf Instagram erraten, als ich darüber einmal so ganz kurz gesprochen habe. Aber die richtige Ankündigung wird dann irgendwann noch kommen. Jetzt ist es auf jeden Fall wichtig zu wissen, ich muss dafür wirklich viel tun und es ist gerade ein bisschen anstrengend neben der Uni. Aber wir wollen ja auch andere Projekte und Hobbys und so weiter nicht aus den Augen lassen. Deswegen kommt das jetzt zuerst und wenn ich danach noch Zeit und Kapazität, also vor allem Brain Kapazität habe, dann mache ich noch ein bisschen Sachen für die Uni. Aber ist auch okay, wenn ich morgen erst weitermache. So, wie ihr vielleicht seht an meinem Outfitwechsel, ich wollte gerade duschen, Haare waschen und mache jetzt auch ein paar Karteikarten. Übrigens meine Karteikartenbox. Ich benutze die jetzt nicht so 100% effektiv, sondern das ist einfach eher mein Stauraum für meine Karteikarten. Mein Space Repetition System ist ein bisschen anders, kann ich euch gerne irgendwann nochmal erklären. Ich muss aber sagen, ich bin gerade ein bisschen unzufrieden mit meinen Karteikarten. Ich habe die nämlich so aufgeteilt. Ich habe Karteikarten für öffentliches Recht im grün, Zivilrecht habe ich blau und Strafrecht habe ich rosa. Aber mir ist aufgefallen, ich glaube, die Differenzierung oder die Sortierung der Karteikarten wäre schlauer gewesen in Arten der Karten, wie zum Beispiel eine Farbe sind Meinungsstreits, andere Farbe sind Schemata und so weiter, nicht unbedingt in die Gebiete aufgeteilt. Gleichzeitig habe ich aber auch keine Lust nochmal, das jetzt neu zu schreiben. Also denke ich, ich lasse es trotzdem so und mache dann ab nächsten Semester diese andere Sortierung, weil ich die irgendwie schlauer finde, als das in die Rechtsgebiete aufzuteilen, weil diese Differenzierung ist mir eigentlich egal. Ich möchte es halt geordnet haben, dass ich weiß, okay, alles, was auf weißen Karteikarten steht, sind Schemata, die ich auswendig lernen muss. Alle gelben Sachen sind irgendwelche Meinungsstreits. Ich glaube, diese Einteilung wäre sehr viel sinnvoller. Schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare, falls ihr auch Jura studiert. Aber jetzt habe ich ehrlicherweise auch keinen Bock, schon diese 200 Karteikarten ich jetzt noch mal neu zu schreiben, das wäre auch ein bisschen unnötig. Aber ab nächsten Semester. Let's go! Dienstags gehe ich immer nur nachmittags in die Uni und habe dann noch zwei AGs. Zuerst eine im öffentlichen Recht und dann habe ich noch eine AG im Zivilrecht. Boah, ich weiß, die Humboldt-Uni sieht von außen immer so schön aus. Von innen geht's. Also seht ihr gerade hier, wie ich durch das Gebäude laufe, so sieht es von innen aus. Ja, am Dienstag war ich nach der Uni dann noch mit drei Freunden von mir verabredet, beziehungsweise das sind auch Kommilitonen von mir. Und wir waren dann noch zusammen zum Essen verabredet.
Mittlerweile wieder zu Hause angekommen. Ich war ja gerade noch mit 3 Kommilitoninnen von mir essen. Das war ganz schön, weil wir uns bisher immer nur so in der Uni gesehen haben, aber nie wirklich außerhalb der Uni noch viel Zeit hatten, miteinander zu quatschen. Deswegen war es echt nochmal ganz schön, mal jetzt beim Essen einfach ein bisschen über andere Dinge nochmal zu reden, sich besser kennenzulernen und so. Also wir kennen uns jetzt 1-2 Monate, noch nicht so lange. Jedenfalls werde ich jetzt meinen Freund anrufen, noch ein bisschen mit ihm telefonieren und dann, wenn ich es schaffe, nachher noch ein paar Sachen für die Uni machen, weil ich habe immer so eine To-Do-Liste mit Dingen, die ich jeden Tag machen möchte für die Uni oder machen muss, damit ich halt alles hinkriege, was ich jede Woche machen muss für die Uni. Und da fehlen mir halt noch 2 Sachen für heute. Mal gucken, ob ich das nachher noch hinkriege. Am Mittwoch mache ich vormittags auch immer ein Selbststudium und gehe dann erst abends in die Uni. Hier habe ich jetzt auch angefangen, noch ein Video, was war denn das überhaupt für ein Thema? Ah ja, genau, ein Video zur Stellvertretung nochmal anzugucken, zur Vertiefung, und habe dann generell noch ein bisschen gearbeitet, bis dann einfach geschneit hat. Das war richtig cool. Boah, Leute, es ist so krass. Ich mache hier gerade öffentliches Recht, hier die AG durch. Und sieht man das im Hintergrund? Schneit es einfach. Es ist so krass. Ich sitze jetzt in meinem Schreibtisch und es schneit draußen einfach. So ein Winterfeeling. Oha. Ich habe gerade richtig Stress, denn ich muss in 10 Minuten los und ich weiß noch nicht, was ich anziehen soll. Für die Uni würde ich mir keine Gedanken machen, aber ich gehe nachher noch auf ein Event. Ich bin nämlich eingeladen von YouTube zu so einem Weihnachtsevent, so eine kleine Weihnachtsfeier von YouTube. Richtig cool! Ich weiß nicht, was ich anziehen soll. Ich ziehe meine Stiefel auf jeden Fall an, das hat nämlich so ein weihnachtliches Event. Und dann vielleicht einen roten Rock, weil rot ist auch weihnachtlich. Aber irgendwie passt der nicht so 100% gut und irgendwie ist es auch kalt. Und eigentlich würde ich gerne so ein weiß-rot kommen. Das wäre schon cool, so mit weißen Stiefeln, roter Rock. Na, so eine weiße Jacke, das wäre schon richtig cool, aber irgendwie mag ich den Rock auch nicht so sehr. Vielleicht dieser Rock, aber der ist lang. Zuerst, also ich war eigentlich zu früh da, deswegen war ich zuerst noch im Hauptgebäude der Uni und habe ein paar Sachen noch erledigt, die ich erledigen wollte. Ja, ich habe tatsächlich noch eine Bahn früher bekommen, deswegen war ich dann viel zu früh da. Hatte danach aber dann noch römisches Recht, eine Vorlesung und dann jüngst zum Event. Oh mein Gott, Leute, wie schön ist die Uni. Bitte, oh mein Gott, was war das gerade? Wie schön, wie schön. Und meine Kamera-Akku ist fast leer, aber egal. Jetzt geht's für mich zu dem YouTube-Event. Leute, ich vermute, es ist da. Die Weihnachtsfeier von YouTube war wirklich liebevoll gestaltet. Ich kannte erst gar keinen, deswegen war ich so, was mache ich jetzt hier? Hab mich dann aber sofort zu ein paar Leuten hingestellt, hab dann auch meine YouTube-Partner-Managerin getroffen, die ich ja schon kannte. Wir haben dann zusammen Punsch getrunken und gegessen. Ich finde es immer total toll, dass es bei Events von YouTube immer alles in vegan gibt. Ja, die vegane, was war das? Die vegane Bratwurst war echt lecker. Dann hatte ich auch noch einen Crepe. Donnerstag ist mein Tag, an dem ich die AGs für die nächste Woche vorbereite. Hier habe ich gerade Öffrecht gemacht. Wir haben da gerade Staatsorganisationsrecht, also reden darüber, wie die verschiedenen Organe in der Politik im Staat funktionieren. Und da hatten wir so einen Fall, den ich relativ schnell und gut auch lösen konnte. Was wirklich cool war, weil in Öffrecht bin ich oft ein bisschen verzweifelt, aber der Fall ging total. Oh Mann, guten Abend. Es ist 20:40 Uhr. Ich bin hier immer noch am Schreibtisch. Oder was heißt immer noch? Ich bin schon wieder am Schreibtisch. Natürlich nicht den ganzen Tag. Aber ich muss auf jeden Fall noch ein paar Sachen für morgen vorbereiten. Oh mein Gott, ich gucke mir jetzt gerade mein Spotify Wrapped an für meinen Podcast. Hä, wann geht's denn hier weiter? Ach so, hier. Wie viele Leute haben meinen Podcast gehört? Wie viele war es der Top-Podcast? Boah, ich bin voll gespannt. Ich kann es gar nicht einschätzen. Es war ein Top-Podcast, da kann ich mir vorstellen. Wow, okay, das ist viel. Oh mein Gott, dann muss ich dazu nochmal eine Podcast-Folge machen. Oha, Charts. Moment, warte, was für eine Kategorie denn? Ich war eine Woche in den Charts. Okay, das habe ich gar nicht mitbekommen. Guten Morgen, heute ist der 1. Dezember und das heißt, ich kann sogar mein erstes Türchen von meinem Adventskalender aufmachen. Ich habe einfach meinen Freund bekommen. Oh nein, ich hab voll die Tüte kaputt gemacht. Mist. Oha, wie süß. Oh mein Gott, das mache ich jetzt. Das mache ich jetzt an meinen Autoschlüssel rein.
Freitags gehe ich immer nur für eine AG in die Uni. Ich habe nämlich immer Strafrecht AG am Freitag von 10 bis 12 und ich bleibe meistens noch danach auch in der Uni, weil ich ja eigentlich nicht so die Lust habe, nur für 2 Stunden in die Uni zu kommen. Das ist mal ein bisschen unnötig und ich möchte den Freitag gerne noch nutzen und ich kann es in der Bibliothek oft besser nutzen als zu Hause. Routine mittlerweile so, dass ich nach der AG erstmal in die Mensa gehe, um was zu essen. Das war mein Essen an dem Tag, so eine Selleriesuppe und ein veganer Brownie. Und danach war ich dann in der Bibliothek. Hier geht man diese richtig coole Wendeltreppe hoch. Und ja, hab dann noch die Strafrecht AG nachgearbeitet und ein paar andere Sachen gemacht. Und ja, ich weiß, es ist so krass, wie leer die Bibliothek einfach ist. Liegt nicht daran, dass wir so wenig Studenten haben, sondern ich glaube, es liegt eher daran, dass wir so viele Bibliotheken haben. Also im Umkreis von der Fakultät gibt es schon 3 Bibliotheken, in denen man lernen kann. Und bei der 2. Bibliothek für Rechtswissenschaften, in der ich ja bin, also in unserer juristischen Fakultät, gibt es auch schon so viele Plätze. Richtig cool.